So, ich bin jetzt auch da und ja, schön, dass ihr auch schon alle eingeschaltet habt. Und ja, was haben wir heute hier? Wir sind hier mit dem 1.10er Shotcross Modified unterwegs auf der RCE1. Wir haben hier das Steam Event, also keine Season, sondern Steam Event. Und ja, wir sind hier drauf beim Antonio Rossetti, der hier von der Pole Position gestartet ist, von der Number One. Da haben wir jetzt die ersten 2:30 gesehen. Dann schauen wir mal durchs Feld, wer alles mit dabei ist. Denn wir haben noch 9 Leute mit dabei hier im A-Finale. Und da schauen wir mal rein. Antonio Rossetti, wie gesagt, haben wir mit dabei von der Pole Position. Mit einem Asso und einer Lucas Karosserie. Dann haben wir von der 2 den Mike Ho. Mit einem Intercept und einer Proline-Karosserie. Dann haben wir von der 3 meine Wenigkeit. Mit einem Asso und einer Asso-Karosserie, wie man das gewohnt ist. Dann haben wir von der 4 James Hamilton, auch er mit einem Asso und seiner Proline-Karosserie am Start. Oh, die Verzögerung gerade. Wir werden uns auch wie in Offroad immer das nicht komplett ansehen, sondern wir werden, wenn wir jetzt hier einmal durchgeschaut haben, uns die schnellsten Rennrunden angucken und sehen dann weiter. Erstmal machen wir hier weiter, denn wir haben von der 5 den Ramsey Romani. Auch er mit einem Asso und einer Asso-Karosserie unterwegs. Dann haben wir von der 6 den C. Katsiganis mit einem Asso und einer Proline-Karosserie hier am Start. Von der 7 haben wir Christoph Enot, auch er mit einem Asso unterwegs und einer Proline-Karosserie. Dann haben wir Platz 8 nicht mehr mit dabei. Platz 9 haben wir hier, das ist der Gary Sandman. Auch er mit einem Asso und einer Asso-Karosserie unterwegs. David Guanding haben wir auch mit dabei von der 10 mit einem Intercept und einer Proline-Karosserie. Also 2 Intercepts am Start. Der Rest ist alles Asso. So, wir gehen mal auf den Führenden, auf den Mike Ho. Und dann würde ich sagen, spulen wir einmal vor und schauen uns die schnellsten Rennrunden an. So, 30 Sekunden haben wir noch. Michaels schnellste Rennrunde 15:2:17. Antonio Rossetti 14:9:49. Meine Wenigkeit 15:5:15. Ramsey 16:0:20. Katsiganis 16:6:08, David Guanding 16:4:66, James Hamilton 15:5:46, Gary Sandman 16:9:52, David haben wir gehabt und Christoph Enod eine 15:8:69 in der letzten Runde gefahren von ihm. So, wir schauen zum Führenden, zum Antonio. 10 Sekunden hat er hier noch auf der Uhr. Wir haben hier im Bild Platz 1, 3 und 5. Das ist meine Wenigkeit, Rossetti und Ramsey. So, wir gehen jetzt gleich über Start und Ziel. Ich bin fertig, Enot fertig, Mike fertig, James fertig. Ramsey fertig, Gary fertig, alle Fahrer fertig. Und dann haben wir hier das Endergebnis. Genau. Antonio Rossetti gewinnt vor Mike Ho. Meine Wenigkeit
Auf der 3, James Hamilton auf 4, Ramsey auf 5, Christoph auf 6, Katsigenis auf 7, Gary Sunman auf der 8 und David Gwonding auf der 9. Und damit würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder und bis dann. Ciao, ciao.